Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff, dem GFL-Football-Magazin. Ich bin Florian Berenberg und melde mich heute aus Itzehoe, dem Ausweichquartier der Hamburg Blue Devils. Von hier aus soll die Titelverteidigung erfolgreich fortgeführt werden. Die Hamburg Blue Devils stehen im Halbfinale gegen die Berlin Adler. Von diesem Spiel berichten wir gleich. Zunächst aber schalten wir nach Braunschweig. Dort steigt das andere Halbfinale, Braunschweig gegen Stuttgart. Und von dieser Partie berichtet Ivo Ortwein. Das war das erste Saturday Night Game der Clubgeschichte und es sollte auch in die Annalen der Braunschweig Lions eingehen. 9.607 Footballfans kamen am Samstagabend ins Stadion und die Stimmung schon beim emotional ergreifenden Opening einfach grandios. Auf dem Spiel stand nicht nur der Einzug in das Finale, sondern auch die Perfect Season der Lions, die in dieser Saison noch keinen Punkt abgegeben hatten. Der Gegner, die Stuttgart Scorpions, kamen zwar mit bester Empfehlung, sahen sich aber dennoch als die Underdogs. Ja, wir sind auf jeden Fall die großen Underdogs in diesem Spiel. Die Lions sind ein sehr, sehr starker Gegner. Aber wir haben uns gut vorbereitet, wie für jedes Spiel. Und wenn wir gut spielen, dann gewinnen wir auch. Stuttgart gewinnt den Cointoss und wählt das Angriffsrecht. Und es ging auch gleich gut los. Ein Handoff-Fake und dann der Shuffle Pass zu Nummer 6, Mark Correll. Ein schöner Lauf und gleich das erste First Down. Doch schon drei Spielzüge später war der erste Luck ab. Missglückter Handoff mit Konsequenzen. Der Fumble der Scorpions wurde von LZ Anderson erobert und die Lions hatten mit dem ersten Turnover in diesem Spiel an der 42-Yard-Linie gleich eine hervorragende Ausgangsposition. Pass auf die Nummer 84, Jörg Heckenbach, der Ex-Galaxy und jetzt Thunder Receiver und First Down. An der Linie wurde die Defense von Coach Tomlin instruiert, denn es kam, was kommen musste. Quarterback Todd Cunningham läuft selber bis an die 5-Yard-Linie und es hieß Erster und Goal. Nur ein paar Sekunden später. Pass auf die Nummer 21, Slavomir Rybacik und Touchdown für die Lions. Kleiner Fauxpas beim Extrapunkt, Flagge wegen zu wenig Spieler auf dem Feld, aber kein Problem für Marco Rota, es stand 7:0. Jetzt war die Offense des Scorpions wieder an der Reihe. Dritter Versuch, symptomatisch für diesen Drive. Quarterback Quincy Woods rutscht aus, incomplete pass und es heißt 3 und raus. Desolate Vorstellung. Aber auch bei den Lions lief es nicht so perfekt. Viele Flaggen störten den Rhythmus, wie dieses zu frühe Bewegen. Es war lange Zeit kaum Produktives auf dem Feld zu sehen. Doch dann kamen diese zwei schönen Pässe. Schön zu sehen, der Quarterback sucht sofort die Nummer 84, Jörg Heckenbach und First Down. Das war wie ein chirurgischer Eingriff. Hier der dritte Pass in Folge. Messerscharf geworfen in die Endzone auf die Nummer 29 und der zweite Touchdown für die Lions durch Raffi Cooper war eingetütet. Der Extrapunkt war gut und es stand 14:0. Hier der Touchdown nochmal aus einer anderen Perspektive. Die Fans ganz klar mit der Leistung der Mannschaft zufrieden. Die Stimmung im Stadion könnte nicht besser sein. Hier wieder ein dritter Versuch der Scorpions. Achten Sie auf die 44, Mittellinebacker Stefan Wäsche. Er irritiert den Quarterback, incomplete pass und es heißt für die Stuttgarter wieder Tschüss, 3 und raus. Die Lions waren da besser, kaum wieder in Ballbesitz, dieser Pass über die Mitte. Und die Yaks, die Yards after Catch, wollen wir hier an dieser Stelle gar nicht erst zählen. Touchdown Lions. Wieder Raffi Cooper, die Nummer 29. Und mit dem Extrapunkt heißt es 21:0 für Braunschweig. Zweites Quarter. Die Antwort der Stuttgarter. Endlich möchte man da sprechen. Ein Sweep auf die rechte Seite. Ein Riesenlauf von Mark Correll zum Touchdown für die Scorpions. Aber halt! Der Referee sah ein Holding und annullierte diesen Touchdown. Klar, Coach Tomlin war sauer auf seine Defense. Pech für die Stuttgarter, da lief gar nichts mehr zusammen.
Anders jedoch bei den Lions. Keine Gnade zeigten sie, wenn es um Punkte geht. Als Quarterback jetzt die Nummer 4 auf den Platz, Kelvin Love. Und der liebt es, durch die Defense zu rennen. Sein Ziel nach 40 Yards, ganz klar, die gegnerische Endzone. Touchdown für die Braunschweig Lions. Und hier nochmal aus einer anderen Perspektive, der Touchdown-Lauf von Kelvin Love. Die Two-Point-Conversion ging schief, der Stand zu diesem Zeitpunkt 27:0. Von den Stuttgartern war immer noch nichts zu sehen. Beispielhaft dieser Punt nach 3 missglückten Versuchen. Wie gesehen, der Punt wurde geblockt und der Return ging bis an die 31-Yard-Linie. Für die Braunschweig Line heißt es natürlich eine absolut günstige Feldposition. Und dieses Geschenk wurde von den Löwen nicht abgelehnt, sondern in Punkte umgewandelt. Zuerst aber dieser sensationelle Lauf von Matt Riazzi bis kurz vor die Endzone. Und Mr. 800 Punkte vollendete den Drive mit seinem 125. Touchdown für die Lions. Eine grandiose Leistung. Er aber bleibt absolut auf dem Teppich. Es war absolut super hier. Die ganze Mannschaft hat gut gespielt. Und unsere Fans sind die Besten in Deutschland. Der Pausenstand 41:0 für Braunschweig und die Frage an Coach Tomlin, ob er die Gefahr sieht, dass das Team allzu lax in die zweite Hälfte geht. Wir haben 41 Punkte in einer Halbzeit gemacht. Die können 42 machen. So, ja, auf jeden Fall, wir wollen zum German Bowl. Und ich denke, dass die Jungs weiß, was die machen sollten. Und dass die Druck ist immer noch da. So. Die zweite Halbzeit begann, wie die erste aufhörte. Quarterback Todd Cunningham wieder mit einem Pass über die Mitte auf Rafik Cooper. Der sträflich frei in der Endzone. Touchdown Lions. Die Stuttgarter Seitenlinie war geschockt. Es stand 48:0. Ganz klar, nur lachende Gesichter auf der anderen Seite. Nach einem weiteren 3 und raus für die Stuttgarter, die Löwen auf der Jagd nach noch mehr Beute. Dies in Form von einer wunderschönen Einzelleistung von Quarterback, diesmal Kelvin Love. Marco Rota verwandelte auch den Extrapunkt und es steht jetzt 55:0. Ein Desaster bahnte sich an. Wird es ein Shutout? Es war schon das Ende des dritten Quarters. Scorpions Coach Tom Ross musste jetzt reagieren. Er setzte Patrick Pfeiffer als neuen Quarterback ein. Und vielleicht hätte er das schon früher tun sollen. Denn so plötzlich marschierten die Stuttgarter. Mit diesem Touchdown von Pfeiffer, Handoff angetäuscht und er läuft dann selber, verhinderten sie die totale Blamage eines Shutouts. Spielstand 55:7. Das Publikum in Braunschweig absolut fair. Langanhaltender Applaus, weil die Scorpions nie aufgaben. Wir haben gesagt, weiter geht's. Warum sollten wir aufgeben? Wir haben immerhin noch 14 Punkte gemacht zum Schluss. Und diesen zweiten Touchdown-Pass von Patrick Pfeiffer auf Frank Hoffmann, das waren die letzten Punkte in diesem Spiel. Endstand 61:14. Ein grandioser Sieg der Braunschweiger vor heimischem Publikum. Der Einzug ins Finale der German Bowl wurde sicher kräftig gefeiert. Aber für Coach Tomlin ist, wie beim Fußball, nach dem Spiel schon wieder vor dem Spiel. Wir würden das etwas genießen, aber ab morgen würden wir vorbereiten für Hamburg. Und wir haben 2 Wochen, so ich denke, die Jungs sind etwas aufgeregt, zu etwas zurückholen von letztes Jahr. So. Und da ist ja noch eine Rechnung zu begleichen. Es war mehr als eine kalte Dusche für die Stuttgarter, es war eine Klatsche. Die Braunschweiger Lions allerdings hatten wirklich allen Grund zur Party. Heute und morgen wird gefeiert, ganz klar. Aber ab Montag heißt es für uns alle, konzentrierte Vorbereitung für das Finale gegen die Blue Devils. Es wird ein schöner German Bowl. Das Ergebnis steht wie ein Ausrufezeichen. Das Zeichen an den Finalgegner, die Löwen haben Hunger. Damit steht der erste Finalist um den German Bowl fest. Braunschweig wird in 2 Wochen zu Hause versuchen, den begehrten Meistertitel zu erringen. So, und gleich geht's weiter mit Hamburg gegen Berlin, aber vorher gönnen wir uns noch eine kleine Pause.
Zurück bei Kickoff mit dem Halbfinale. Hamburg-Berlin um den Einzug in den German Bowl. Jetzt geht's gleich los und Ihr Reporter ist Klaus Rehm. Zwei Männer beeinflussten den Ablauf des Halbfinalspiels Hamburg Blue Devils gegen Berlin Adler entscheidend. Der eine durch eine unglückliche Verletzung. 7:14 stand das Spiel aus Sicht der Gäste, als sich Berlins Quarterback Michael Aljancic eine Verletzung am Knie zuzog und nicht weitermachen konnte. Der Adlerangriff stand damit weitgehend still, ganz im Gegensatz zur Offense der Devils, die mit beängstigender Präzision nach vorne rollte. Und das lag am zweiten entscheidenden Mann dieses Spieles. Einmal mehr Astrus Creighton, sage und schreibe, 5 Touchdowns gingen auf sein Konto. Und das beeindruckte Freund und Feind. Also er ist extra motiviert, muss man sagen. Also er trainiert sehr hart und er spielt sehr hart und er kämpft um jedes Jahr. Und wenn er, ich denke mal, wenn er im offenen Feld ist, ist er einfach zu schnell für viele, viele deutsche Spieler. Und das hat man heute wieder gesehen. Er leider ist ein Ausnahmespieler. Er zeigt es immer wieder. Er hat, glaube ich, sogar sich teilweise zurückhalten müssen. Wir haben einfach uns zu schnell auf ihn zubewegt. Wir haben Overpursuit sozusagen. Wir sind zu schnell auf den Ball gegangen. Er hatte natürlich dadurch die Cutback-Lanes, dass wir den Ball zurücktragen konnten in die offenen, Lücken, die dann da frei waren auf der Rückseite der Defense. Berlin kam zuerst in Ballbesitz. Doch Aljancic musste früh erkennen, dass die Defense der Hamburger zur Jagd geblasen hatte. Und zwar auf ihn. Kein Receiver frei und Lücken in der kompakten D-Line der Hausherren waren schwer zu finden. Hamburg wohl noch mit dem Schock des beinahe Ausscheidens vom letzten Samstag gegen die Franken in den Knochen. Diesmal von Beginn an konsequent und konzentriert. Berlin musste panten und dann war Kim Kutschi sofort zur Stelle, gut aufgepasst von dem Berliner First Down Hamburg an der 34-Yard-Line. Und von dort bis in die Red Zone der Gäste dauerte es nicht lange und dann sahen die über 5000 Zuschauer den ersten Auftritt von Astrus Creighton. Enorm schnell im Antritt, zu schnell für die Defense der Berliner, die haben das Nachsehen. Und wir schauen noch einmal hin, Creighton sieht in der Mitte keine Lücke und dann geht er eben außenrum. Beeindruckend das Auge und die Schnelligkeit der Hamburger Nummer 1. 7:0 nach dem erfolgreichen Extrapunkt. Der nächste Angriff der Gäste brachte dann nichts ein, kein Raumgewinn. Daher Hamburg weiter am Zug. Und die blieben bei ihrem bewährten Rezept. Quarterback Kareem Wilson weit und hoch. Ja, natürlich auf Astrus Creighton. Zwei Berliner sind zwar bei ihm, aber auch hier Creighton einfach zu schnell für die Verteidiger. Und auch diese Szene noch einmal. Creighton zündet den Turbo und Jason Lawson und Marian Pusch legen sich nieder. Fabelhaft der Auftritt des Astrus Creighton bis dahin. Tja, Berlin musste sich etwas einfallen lassen. Nach dem ersten Viertel waren für die Gäste nicht viel mehr als 2 First Downs drin. Coach Dean Coquino ist natürlich ganz und gar nicht zufrieden mit seiner Mannschaft. Und die tat sich weiter schwer. Hier einmal ein schöner Lauf durch Kim Kutschi für die Berliner zum First Down. Berlin schaffte es schließlich doch bis an die Endzone der Devils und Rashan Dumas fand auch den Weg hinein. Schöner Einsatz des Adler Running Backs und nach dem erfolgreichen Extrapunkt durch Peter Gärtner stand die Partie 14:7 für Hamburg. Und Berlin blieb jetzt am Drücker, doch dann folgte die bereits erwähnte Verletzung von Quarterback Aljancic. Hier noch einmal zu sehen, kein Hamburger Spieler daran beteiligt. Aufmunterndes Klatschen der Zuschauer, doch die Verletzung war zu schwer, er konnte nicht weitermachen. Immerhin, die aussichtsreiche Feldposition nutzte Rashan Dumas für ein Field Goal. 3 Punkte noch einmal für Berlin und der 10:14 Anschluss. Doch danach war auch Dumas lädiert und dadurch jetzt natürlich ein dickes Fragezeichen hinter der Offense der Berliner. Und die Auswirkungen ließen nicht lange auf sich warten. Fehler bei der Ballübergabe von Jeremy Mears auf Kim Kutschi. Fumble und weg ist der Ball. Hamburg hatte jetzt alle Vorteile auf seiner Seite und kein anderer als Astrus Creighton diesmal über die linke Seite münzte diesen Vorteil auch in Punkte um. Extrapunkt gut und damit 21:10 für die Devils. Coquinos ratlos an der Sideline, sein Team allerdings auch ohne Mittel.
aber dennoch mit Herz. Und vor der Pause noch einmal die Chance für Berliner Punkte. 48 Yards die Distanz und Peter Gärtner trifft. Noch einmal Punkte also für die Adler und damit Halbzeitstand 21:13 für Hamburg. Für die frühe Vorentscheidung zu Beginn der zweiten Spielhälfte sorgte dann wieder Estrus Creighton. Nach einer wirklichen Lücke in der Verteidigung der Gäste sah es nicht aus, doch Creighton wurstelt sich durch, hier noch einmal schön zu sehen, mittendrin statt nur dabei. Auch das kann die Hamburger Nummer 1 und frustrierend natürlich für die Berliner Verteidigung. Sie fand kein Mittel gegen diesen Ausnahmespieler. 28:13 der Zwischenstand in Itzehoe für Hamburg und der Anhang der Blauen sichtlich angetan von ihrer Mannschaft. Und die punktete fleißig weiter. Wenig später Timo Erbs, Field Goal, sicher verwandelt zur 31:13 Führung. Und Hamburg wechselte danach den Quarterback. Jan Seifkamp für Wilson. Und auch der kann werfen. Schöner Pass auf Maximilian von Garnier. Und er erkämpft noch ein paar Yards. Hamburg dominierte jetzt deutlich das Geschehen auf dem Platz. Und das Folgende hatte man heute schon ein paar Mal gesehen. Estrus Creighton umkurvt elegant die Verteidigungsspieler der Adler-Defense. Unglaublich diese Vorstellung des Amerikaners. Sein fünfter Touchdown war damit geschafft. Der Schlusspunkt, dann ein Field Goal, wieder durch Timo Erbs. 41:13, danach der Endstand. Es war ein Spiel, das früh entschieden und nur in der ersten Halbzeit wirklich interessant war. Die Hamburger Spieler duschten danach ihre Trainer. Die Party begann schon vor dem Spielende noch an der Sideline. Der amtierende Meister nach diesem Sieg über Berlin erneut im Endspiel. Und Coach John Rosenberg war nach diesem Sieg natürlich hochzufrieden. Sein Resümee? We're a better team than they are. Wir waren heute einfach das bessere Team. In den Spielen der Vorrunde waren wir noch nicht so weit. Im ersten Spiel fehlte uns noch Estrus Creighton und es fehlten auch bestimmte Komponenten in unserem Spiel. Doch heute hatten wir alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Wir haben jetzt ein Gefühl dafür, was wir können und besonders auch dafür, was wir gut können. Das Team, das wir sein können, heute waren wir es. Grund zur Freude also bei den Devils, die auch in diesem Jahr wieder im Endspiel der GFL stehen. Und mit der Trumpfkarte Estrus Creighton in dieser Form könnte in Braunschweig durchaus einiges möglich sein. Und hier noch einmal die Halbfinalergebnisse im Überblick. Braunschweig Lions gegen die Stuttgart Scorpions 61:14. Und die Hamburg Blue Devils schlagen die Berlin Adler mit 41:13. Auch in der Relegation wurde an diesem Wochenende gespielt. Die Nuni Cowboys unterliegen den Marburg Mercenaries mit 12:28 und Kiel Baltic Hurricanes unterliegen den Dresden Monarchs mit 0:38. Die Rückspiele nächste Woche zu sehen hier bei uns im Magazin. Immer top informiert bei Kickoff. Das sind die Ergebnisse der Relegationsspiele. Die Entscheidung, wer in der GFL bleibt oder in die GFL kommt, die fällt nächste Woche. Die Entscheidung, wer im German Bowl ist, die ist gefallen. Hamburg ist drin und bei mir jetzt Estrus Creighton, der Mann, der es möglich gemacht hat. Estrus, ich glaube, das ist das siebte Championship-Spiel, das du erreicht hast. Nein, es ist sogar mein achtes. Ich bin einfach nur froh, dass wir gewonnen haben. Wir müssen uns in den nächsten zwei Wochen gut vorbereiten, um für Braunschweig perfekt gerüstet zu sein. Es war auf jeden Fall eine gute Mannschaftsleistung. You know, it was a great team job today.
Sechs Touchdowns letzte Woche und fünf heute. Hast du vorher entschieden, die Hamburger im Alleingang ins Endspiel zu bringen? Nein, natürlich nicht. Ich habe einfach nur meine Arbeit gemacht. Heute und auch letzte Woche. Das war vor allem eine Teamleistung. Unsere Offensive Line hat sehr gut gespielt und wir haben das Spiel eindeutig dominiert. Nur wenige Spieler kennen Braunschweig besser als du. Was wird im Endspiel passieren? Es wird ein hartes Spiel, wirklich. Ich weiß nicht, was passieren wird. Wir können uns nur so gut wie möglich auf das Spiel vorbereiten und dann sehen wir in zwei Wochen weiter. Das war Kickoff von den Halbfinalspielen. Nächste Woche gibt es die Relegation und dann in zwei Wochen den Saisonhöhepunkt, den German Bowl aus Braunschweig. Machen Sie es gut und wir sehen uns dann. Hey now, all you sinners, put your lights on, put your lights on. Hey now, all you lovers, put your lights on, put your lights on. Push your lights on. Hey now, all your children, leave your lights on.